Also, wenn ich auch zurückschätze, Horizon 2 Forbidden West, also, ich habe jetzt wirklich gleich, ich weiß jetzt zwar, wo er sein soll, von ihm ist, niemand das irgendwo noch nicht entdeckt habe. Also, wir sagen, kümmern uns darum, aber jetzt versprechen wir mal mit, Ehrend. Lange nicht gesehen. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morgen scheint nicht pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenakblander für eine echte Show zu riskieren. Seine Leute wissen, wie man kämpft. Meistens. Okay. Sag Bescheid, wenn du die Söhne des Prometheus im Schrecken findest. Ich spioniere die Rebellenlager aus. Sei vorsichtig. Okay, so. Das ist ja wieder schwierig, dass die beiden Dämpfungen, als die beiden wir treffen, war, haben wir eigentlich dahinter nicht erwarten können. Oh, immer noch Tag. Genau die Richtige. Du kennst dich. Dann sag ihr, dass sie keinesfalls dort rausgehen soll. Der soll mir sagen, was er weiß, bevor ich ihm eine knacke. Oha, immer langsam, Della. Was ist denn los? Es geht um meine Schwester. Sie ist mir die Wüste gerannt. Wir hatten Streit. Ich wollte es am Morgen mit ihr besprechen, wenn wir uns wieder beruhigt haben. Als ich aufwachte, war sie weg. Und nur die Brillenschlange hier hat gesehen, wie sie ging. Aber er will mir nicht sagen, in welche Richtung sie gegangen ist. Du kannst nicht einfach in die Wüste rennen. Du verläufst dich. Und wenn der Durst dich nicht kriegt, dann der verschwindende Schrecken. Weißt du, was mit den letzten Stöberern passiert ist? Nein, weißt du nicht? Niemand weiß das, weil sie nicht zurückgekehrt sind. Was ist mit meiner Schwester? Sie ist ganz allein da draußen. Vielleicht ist sie versorgt. Das hätte er nicht sagen sollen. Ich frag dich, Rotschopf. Hilf mir, sie zu finden. Wieso seid ihr zwei in den Westen gezogen? Ah, was? Es gab einen Unfall in Kettenkranz. Einen explosiven Unfall? Naja, du kennst Boomeier. Wir haben unsere Werkzeuge geschnappt und sind los. Wir haben uns einer Karawane angeschlossen, die in den Westen zog, nachdem der Weg freigemacht wurde. Aber warum kamt ihr hierher? Ihr könntet überall hin. Ich kann nicht nach Anrecht zurück. Und überall sonst ist es mir zu voll. Hier draußen gibt es immerhin nicht so viel Kollateralschaden. Außerdem wird dieser Ort in Zukunft bestimmt beliebt, oder? Dad hat immer gesagt, sei lieber zu früh. Wenn du mich bestechen willst. Ich nehme nur Scherben im Voraus. Kein Kredit. Vielleicht sind wir viel zu früh. Bei diesem Streit mit Boomer, worum ging es da? Es ging wie immer um Funken und Geknalle. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie einen meiner Prototypen explosiv machen wollte. Genau wie immer. Als ich sie daran erinnert habe, dass sie das letzte Mal fast das Haus abgebrannt hätte, zuckte sie einfach nur die Achseln. Dann haben wir darüber diskutiert, warum wir Kettenkratz verlassen und herziehen mussten. Und darüber, warum bei der Schmiede sie alles in die Luft jagen muss. Und was hat Boomer gesagt? Das ist es ja. Sie hat gar nichts gesagt. Hat da gesessen und mich ignoriert. Nicht mal als ich ins Bett bin, hat sie was gesagt. Aber als ich heute Morgen aufwachte, war sie einfach weg. Das hat sie noch nie gemacht. Wie ich sie kenne, ist sie da draußen in Schwierigkeiten geraten. Deshalb muss ich sie finden. Was ist der verschwindende Schrecken? So nennt Stamor die Maschine, die über die Dünen wandert. Manchmal sieht man einen verschwommenen Metallkoloss in der Ferne.
rührt sich stundenlang nicht. Und wenn man das nächste Mal schaut, weg. Als ob er nie da war. Doch was für eine Maschine ist es? Keine Ahnung. Niemand ist je nah genug rangekommen. Einige Stöberer sind mal rausgegangen, haben aber nur Sanddünen gefunden. Mir ist egal, was es ist. Es wird mich nicht davon abhalten, meine Schwester zu finden. Wenn Boomer sich in der Wüste verlaufen hat, finde ich sie vielleicht. Ich komme mit. Es ist sowieso meine Schuld. Aber... Wo sahst du sie zuletzt? Wenn du mit ihr gehst, hast du eine bessere Überlebenschance. Ich glaube, sie ist zu den Metallbögen im Osten gegangen. Dann werden wir da anfangen. Los geht's. Warum ich gleich so? Erstmal hole ich selber die Nebenquests noch. Was haben wir denn da jetzt? Ist? Ich will jetzt, glaube ich, da hoch. Ja, ich habe noch von dem. Aber ja, von dem. Lese ich irgendwo Treppen oder sowas. Also Treppen musste ich doch. So. Stemmo, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt, wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten, wie leckeres Bier in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon, der Wortschmied sah etwas funkeln. Ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland wollte sprengen, aber Aberdon meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben. Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds. Weißt du, warum sie zu den Bögen gehen würde? Seht die Welt aus spektakulärer Höhe. Wie ich sehe, hast du einen neuen Ballon fertig. Er wirkt innovativ. Ja, ja, wie versprochen. Ein Veteran zahlreicher Testflüge durch meine Wenigkeit. Alle erfolgreich. Keine Störungen in der Luft. Gar keine Probleme? Wie hast du das gemacht? Eine komplette Neukonzeption des Ballons mit Fokus auf ultimativem Komfort und zuverlässigen Flugeigenschaften. Und eine stärkere Leine. Zwei dieses Mal, falls eine reißt. Schlau. Und sicher. Sorglosigkeit inklusive bei jedem Aufstieg und Abstieg. Garantiert. Was meinst du? Unser letztes Abenteuer hat sich rumgesprochen. Wenn du nochmal mit mir aufsteigst, würde das bestimmt mehr aus dem Publikum ermutigen. Nur hoch und runter? Okay, dann los. Sehr verehrtes Publikum,
Seht her, wie diese tapfere, ehrbare Nora und ich vor euren Augen in die Luft steigen. Fliegen wir hoch! Das werde ich bestimmt bereuen. Oh, ich habe den Ballon umfangreich modifiziert. Verstärkte Träger, oh, Doppelnahtgewebe, maßgefertigt platziert. Oh, und Kissen. Zahnrad Aloy. Die Welt unter uns ist so groß. Die alte Stadt von hier oben wirkt sie so riesig. All die Leute, die in der Blütezeit hierher kamen. Mir fällt ein, ich hätte eine Anleitung für dieses Fluggerät schreiben sollen. Ich finde, wir bräuchten Fliegeruniformen. Auffällig und doch geschmackvoll. Weißt du, was gut für längere Luftfahrten wäre? Speise- und Getränkeservice. Und Sitze. Wenn du wüsstest, wie viele Osseram-Lieder es über Dampf gibt. Nein. Das Gewicht muss begrenzt sein. Außerdem, wie soll die Maschine denn stillstehen? Hallo, still. Bist du jetzt fertig? So. Ist aber jetzt atemberaubend, wenn es das nicht gäbe. Hey, ups. Er liefert. Ich sehe an deinem Blick, dass du für einen erneuten Flug im Schwebeballon bereit bist. Na, bist du bereit? Lieber nicht. Später vielleicht. Du hast sicher schon bald jede Menge Kunden. Oh, ich hatte gehofft, wir würden erneut fliegen. Aber du bist stets willkommen, Aloy. Jederzeit. Ja, es wurde jetzt aufmessen. Ist mir kein Aufenthaltsort. Die Metallkörper, die aus dem Sand kommen, das sind die Bilder. Okay. Ah. Im Sand steckt etwas Schrott. Vielleicht von den Bildern. Ist das Thomas Wasser? Aber keine Wunde. Ich suche nach Spuren. Die Spuren enden hier. Aber anscheinend hat Duma vorne aufgestellt. Überall scheint Stich zu verteilen, hängt auf jeden Fall drauf. Aber wo ist die Maschine? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht raus.
Michael, hier auf Mitte gestellt. Aber Mama nicht. Nehme ich nicht. Jetzt aber. Wie soll es haben? So, was haben wir, was haben wir hier? Ja, gut, Speicher muss ich offensichtlich machen, aber für mich ist die Nummer hast eine andere Frage. Das weiß ich nämlich eher. Sie muss unter Bumas Gericht gebrochen sein. Und wie kommen wir jetzt darauf? Wir sagen Yeah.
Wie geht's dir, Della? Ich weiß nicht, ob ich dorthin komme. Geschafft. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Also. Und irgendein Gerät. Gehört es Oma? Den Schein wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruhe gekommen sind. Aber wohin wollen sie dann gehen? Das war da unten sieht gut aus. So wie ich Oma kenne. Okay. Boomer.
und Sam. Okay. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Du bist bestimmt immer noch wütend. Aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit. Weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen. Würde ich nie tun. Du bist meine Schwester. Ich hatte eine Idee. Also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie boom. Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. Und weg ist sie. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Nein. Aber du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja, das ja, ja, aber ich meinte... Ich meinte das nicht wirklich. Hab sie gesehen, dass das wirklich nötig. Und du hast die Leben gelernt? Ja. Hinter welcher Großmaschine sind wir? Warte. Au, au. Ja, eins, gutes. Thank you.
Feier Schrotthaufen! Das war's. Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Hoffentlich bis bald. Du und Hornung, ihr hattet Ärger mit einem Sturmvogel? Was ist denn zum nächsten Mal fragen, konnte ja schon laufen. Ich weiß so etwas über eine Waffe.
Mr. Stanmore will, sollte da drinnen sein. Ich glaube, hier bin ich richtig. Wo ist jetzt dieses Ding? Das hier muss das Ding sein. Man braucht wohl einen Code für diese Tür. Ich sollte mal an der Ruine gucken, ob ich etwas finden kann, das hilft. Im Zaun ist eine Öffnung. Da geht es durch. Aber erstmal muss ich hochkommen. Mit diesen Kisten könnte ich wohl die Öffnung oben im Zaun erreichen. Komme ich die oberste Kiste ja runter. Wenn ich die Kisten drehe, kann ich die unterste rausziehen. Sollte ich die Öffnung erreichen können. Geschafft. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Thank you.
jetzt hingefahren und ich bin jetzt selbst entscheiden. Auf geht's. Ich will euch jetzt nicht lesen, weil ich weiß, dass es keine Ausrüstung gibt. Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage anlernt. Der andere Teil des Codes ist auch hier. Jetzt sollte ich alles zu öffnen der Tür. Manchmal. Also Menschen, weil Backlash Code gibt es. Haben Sie jetzt seit 5, 7, 3, 9? Ich mal. Wie der Meister holt. Eins, drei, fünf. 7, 3, 9. Genau durchlesen. Oh, falsches. So.
135. Achso, 7935. Oh Mensch, nee. Das einst kein Satz, das war geboren aus der Fisch und Las Vegas. Vielleicht das war schon aus, wie das Ding funktioniert. Inzwischen aus rausgekommen schien, scheint sehr zu Weihnachten zu tun zu haben. Weiß nur was. Okay. Mensch, mal. Hat doch hier empfunden einen Fahrstuhl gebaut, den Morland, oder nicht? Der Herr, wo der Fahrstuhl jetzt mal war. Also ich weiß, wer der Fahrstuhl war. Ich hätte ihn ja einen Weg. Jetzt, wie jetzt da, wo ich will, ich klappen. Okay, wo am Morgen fahren der Fahrstuhl? Thank you.
so. Stimmt. Okay. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter-Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht, wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. Wieso bei der Schmiede feiern die Alten ein grünes Blatt? Das bringt Glück oder so. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feiern. Das wird aber jetzt nicht zur Gewohnheit, oder? Sonst lasse ich. Ich würde diese nicht. Also die nächste Mal müsst ihr das Video warten, weil ich hätte fest schon, dass schon ist. Also wieder fürs Zuschauen. Euch gefallen es ja auch, und lasst ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.